Komm, 900 Meter. Das sollten keine 900 Meter sein. Oh, Glück gehabt. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, ich krieg nie wieder meinen Zyklops hier raus. Ich glaube, ich komme nicht mehr lebend hier raus. Oh oh. Das ist die Todeshöhle, ja? Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Subnautica. Ja, ich war gerade auf dem Weg zu unserer Base, aber wir haben jetzt ein Problem. Oh Gott! No! Scheiße? Scheiße? Komm hoch, 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 hoch! Bitte, 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 schaff es, schaff es, schaff es! Oh mein Gott! Ja, ihr könnt sehen, unser U-Boot ist leider hier, so gesagt, gestrandet. Das war ja richtig knapp. Oh mein Gott. Ich will da jetzt noch nicht rein. Ich muss irgendwie unser U-Boot natürlich wieder befreien. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe leider unsere Seemotte nicht mit dabei. Das muss doch irgendwie funktionieren. Komm wieder in der Richtung. Komm, komm, komm. Wir haben das doch schon mal geschafft. Komm. Ich weiß, du schaffst es. Mist. So, dann müssen wir es natürlich anders machen. Ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen. So, und zwar müssen hier ein paar Sachen weggesprengt werden, so gesagt. Komm, ich hoffe, es funktioniert. Ja, das sah doch schon mal gut aus. Ich regel das mal ganz kurz und dann sind wir sofort wieder frei. Jo! Beruhig dich! Beruhig dich, U-Boot. Beruhig dich. Beruhig dich. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Oh mein Gott. Flieg mir nicht weg. Flieg mir nicht um die Ohren. Oh Gott. Schnell abbauen. Das war nicht so eine gute Idee, aber wer weiß. Vielleicht... Ja! No! Lebt er noch? U-Boot? Das wollte ich nicht. Das tat mir leid. Das tat mir leid. Oh mein Gott. Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel. Welcome aboard, Captain. Ja. Ist gut, okay. Das liebt mich noch. Oh mein Gott, echt jetzt, das tat mir jetzt wirklich leid. Okay, es sieht gut aus. Es sieht ganz gut aus. Kann ich da jetzt rein? Ist das U-Boot kaputt? Nee, es lebt noch. Oh mein Gott, ich habe echt einen Schock bekommen. Ja. So. Jetzt gehen wir aber ab zu unserer Base. Diesmal nehme ich aber einen kleinen Umweg, weil ich will nicht, dass es nochmal passiert. So, da sind wir nun angekommen. Und zwar will ich euch jetzt mal zeigen, was ich gerade so vorhatte. Komm. Ach, Mist. Jetzt muss ich ja wieder von innen. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Wir können ja gar nicht von außen daran. Komm, Klappe auf, Prawn-Anzug. Ich komme. So, wir müssen jetzt da kurz rauf. Denn wir hatten noch was hinten in der Klappe drin gehabt. Das hatte ich komplett vergessen. So, und das nennt sich Blutöl. Ich glaube, das hieß wirklich so. Warum ist das hier so voll bepflanzt? Prawn-Anzug, ich will raus. Ich will raus. Leute, ich kann echt nicht mehr raus. Ich jetzt ein Fehler. Hallo? Muss ich da... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bitte lasst mich nochmal rein. Ich kann den Prawn-Anzug nicht verlassen. So, hoffentlich funktioniert das hier jetzt. So, komm, mach auf. Ja, so ist gut, so ist gut. Oh, es funktioniert. So, komm mal mit hier. So, wir müssen da auch wieder rauf. So, das sieht schon mal gut aus. Ja, ich kann es verlassen, ich kann es verlassen. So, diesmal will er. So, und zwar das hier, Blutöl. Ich weiß zwar nicht, wie das nachher am Ende aussehen kann, aber das können wir jetzt hier hinpflanzen. Und ich hoffe, dass sie... Das sind die Pflanzen? Ja, geil! So, wir hatten hier noch was drin. Und zwar, wir brauchen Kyanit. Oh, Kyanit, wie immer das auch ausgesprochen wird. Und zwar brauche ich das dafür, damit ich was für diesen Transformer bauen kann. Und deswegen... Komm, wir müssen jetzt hier rauf. Ja, Seemotte, ich brauche was von dir. Wir müssen natürlich tief tauchen. Und deswegen, ja, das hast du eben gerade auch schon gesagt. Ah, nee, gib mir deine Upgrades her. Seemotte, lass los. Wo sind sie denn hier? Da. Das ziehe ich eben mal raus.
dann packen wir die Seemotte wieder rein. Und dann seht ihr ganz genau, was ich vorhabe. Wir können 900 Meter mit dem Prawn-Anzug tauchen. Und jetzt müssen wir mit diesem Upgrade, müssen wir, glaube ich, 1000. Wir werden mal gucken. Das war falsch. Das war... Wo sind denn hier deine Upgrades? Ah, da. Nein! Da will ich hin, da will ich hin. Genau. Jupp. Etwa 1050 sogar. Ja, nice. Dann können wir jetzt ja wirklich wieder in diese eine Höhle rein. Unser Prawn-Anzug kommt jetzt natürlich da rein. Von Energie, Gesundheit. Sieht eigentlich noch alles top aus. So, komm rein. Und jetzt werden wir mit dem U-Boot zu dieser sogenannten Höhle nochmal einmal hinschwimmen. Ich hoffe, ich werde es nochmal finden, aber das seht ihr natürlich gleich. Oh Gott. Oh shit. Ah, hab ich mich verjagt. Hoch, hoch. Wir sind so tief, wir sind so tief. Höher, 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 höher. Oh shit. Ich glaube, Leviathan klopft an. Bitte nicht, bitte nicht. Ich kann nicht richtig steuern. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Was fliege ich denn da rum? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier mehrere Arme. Prawn-Anzug, Torpedo. Ah, das hatte ich doch vorhin auch gefunden. Nice. Den haben wir ja schon. Den haben wir ja auch schon. Und den haben wir auch. Alles klar, sind also alles die... Hallo? Ha, wieder ein PDA gefunden. Aber es wird diesmal gar nicht angezeigt. Okay, ein kleiner Fehler. Oh. So Leute, ich versuche schon seit geschlagenen 20 Minuten, das eine Gebiet zu finden, wo die große Höhle ist. Ich finde es nicht. Ich verlaufe mich gerade so sehr, dass ich schon vor der Aurora war. So sehr verlaufe ich mich schon. Oh Gott, ich kriege gerade übelste Gänsehaut. Ich glaube, wir haben die Höhle gefunden. So, hoffentlich ist da jetzt niemand. Was ist das? Hä? Ach, das! What the fuck, was? Oh, eine Riesenspinne. Was ist das denn? Oh, scannen, 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 scannen. Ein Höhlenkrabbler. Den ich irgendwie nicht scannen kann. Oh mein Gott. Warum? Ist es ein Alien? Irgendwas wird hier vertuscht. So, es kommen mehrere Spinnen. Aber ich glaube, ich habe die Höhle gefunden. Aber die... Oh, Angriff. Pech gehabt, Pech gehabt. Na, weg mit dir, weg mit dir. Oh Gott. Eine Spinnenplage. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Nee, also hoch ging es auf jeden Fall nicht. Wir müssen runter. Ist das ein Ei? Nee, ist Blutöl wieder. Gleich aufnehmen. So, was haben wir hier? Quarz, das brauche ich auch nicht. Ach du Scheiße. Mein Essen ist gerade nicht so gut oben. Aber wir haben eine Base gefunden. Ach nee. Ups, das ist ja unser U-Boot. Das ist unser U-Boot. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wo be... Ja, weg mit dir, weg mit dir. Ah, die Spinnen spielen wohl ein bisschen mit diesem Blutöl. Pfui, pfui. So. Ab ins U-Boot wieder zurück. Weil das kann nicht sein. Die Höhle hat sich nicht hier befunden. Okay, Leute. Wir haben es endlich wieder gefunden, ne? Wir haben den Höhleneingang gefunden, ne? Und das heißt, wir werden jetzt mit unserem Prawn-Anzug hier erstmal Licht ausmachen. Nee, dann Licht aus. Uns darf ja niemand hier sehen. Denn ich habe vorhin gesehen, hier laufen schon ein paar Kraken rum. Deswegen, da ist schon die erste. Die muss ich kurz wegscheuchen, weil ich weiß nicht, ob unser U-Boot kaputt gehen kann. Und sie verschwindet natürlich wieder in den Buddeln. Hallo? Wo ist er hin? Ich sehe gerade. Mist. Das Spiel hatte gestern
ich nehme natürlich am nächsten Tag auf. Das Spiel hat den Fehler bei mir. Und jetzt können wir nur noch 900 Meter runter. Mist, habe ich das echt nicht mit? Ach, Mist. Ah, ich habe die Seemotte nicht mit. Scheiße. Egal, wir werden es trotzdem versuchen. Ne? Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas da drunter, unten, was sich da erneuert hat. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. 900 Meter können wir tief und ich denke mal, da sollten wir schon etwas hinkriegen. Sind die Spinnen wieder hier? Ja, das sind sie ja. Hi. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein, aber hi. Hi, hi. Ja, ich bin wieder zurück, ich bin wieder zurück. Aber lasst mich doch mal schön in Ruhe. Ich will doch nur wieder die Gegend hier angucken. Da ist hier die wunderschönen Bäume. Wie viele Spinnen sind denn hier? War das beim ersten Mal auch so? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So, jetzt muss ich aber suchen. Wir müssen diesen Schädel finden. Ah, weg hier. Ja, ist gut. Kommt mit, meine Söhne. Meine Töchter, kommt alle mit. So, was haben wir denn da? Entweder ist es nur ein Brocken oder es ist nichts. Ich höre eine neue Kreatur. Da. Ja. Was? Hat... Hä? Die kenne ich aber jetzt nicht. Hier hat sich vieles getan. Ja. Hi. Hi. Ja. Hi. Wir kennen uns noch nicht. Ich war schon mal hier. Ey, komm, ich war als erstes hier. Also habt ihr hier nichts zu sagen? Das sah anfangs nicht so aus. Schöne Kreaturen, schöne Kreaturen. So, es hatte jemand gesagt, ich soll mich mal hier besser umschauen, weil es könnte sein, dass sich hier doch mehr befindet, als wir das letzte Mal gefunden haben. Bloß in welche Richtung gingen wir? Ich glaube, hier runter ist schon mal ganz gut. Ja, ist gut. Was sind das denn für Sachen? Ja, oh, es leckt. Ja, okay, ich gehe mal kurz raus. Kann ich das aufheben? Gelsack. Oh, Gelsack. Okay, noch nie gehört, das müsste... Ja, müsste Quarz sein, natürlich. Okay, wir haben eine neue Zutat gefunden. Ah, ein Wasserfall. Okay. So, Spinnen, überall Spinnen. Wo war der Höhleneingang? Oh. Rochen. Neue Rochens haben wir gefunden. Ich hoffe, die tun uns nichts. Ach, man kann sogar durch die durchgucken. Einmal will ich sie natürlich attackieren. Ich will sie natürlich angucken. Nee, ich glaube, es funktioniert nicht richtig. Die greifen nicht an. Geisterrochen. Das passt aber zu denen. Okay, ich scanne, scanne, scanne. Fremde Lebensform. Du siehst aber hübsch aus. Muss ich sagen, muss ich echt dazu sagen. Also, ist wirklich hübsch. So, Bilder wurden gemacht. Okay, ich glaube, da müssen wir hin. Congratulations. Oh. You've won a trophy. What the fuck? Holy shit. Hab ich mich gerade erschrocken. Ah, die greifen mein Cyclops an hier. Das gibt's nicht. Angriff der Killerspinnen. Alles klar. Okay, wir müssen hier weg hier. Uiuiui, ah. Ich glaube, das war wieder meine Rocket-Tastatur. Ja. Manchmal komme ich irgendwie auf den Knopf drauf. Ah, ich glaube, ich bin nicht drauf gekommen. Ah. Oioioi. Oder habe ich hier eine Trophäe? Oder weiß was ich, was der gerade gesagt hat, dass ich bekommen habe? So. Gehen wir weiter rein? Jo, die ganzen Spinnen spawnen. Hi, hi, hi. Jo, hier geht's runter. Okay, Leute. Ich glaube, 900 Meter sollten nicht reichen. Oh mein. Nein! Fehler. Fehler. Big mistake. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Scheiße. Okay. Wenn ich da jetzt runtergehe, da komme ich natürlich wieder hoch. Aber ich glaube, komm, 900 Meter. Das sollten keine 900 Meter sein. Oh, Glück gehabt. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, ich krieg nie wieder mein Cyclops hier raus. Ich glaube, ich komme nicht mehr lebend hier raus. Oh oh. Das ist die Todeshöhle, ja. Das war echt eine Falle. Aber das hätte ich nicht wissen können. Okay, muss ich erstmal langsam... Ist gut, lasst mich doch in Ruhe. Ich werde doch eh hier sterben. Ja, hast Pech gehabt. Hast du hinten einen auf den Sack bekommen, wa? Tja. Yo!
Oh, was haben wir denn da? Leute, wir haben... Haben wir da eine Base gefunden? Oh, jetzt fehlen die 1000 Meter. Jetzt fehlen die 1000 Meter. Wir haben die neue Base gefunden. Oh mein Gott. Natürlich die von den Aliens, nicht von irgendeinem Menschen. Oh, was haben wir hier? Das kann ich... Nickelerz. Auch noch nie gefunden. Oh mein Gott. Ja, Leute, da muss ich auf jeden Fall in der nächsten Folge hin, denn dafür werden wir eine ganze Folge brauchen. Da bin ich mir sicher. Dafür brauchen wir aber dann die 1000 Meter. Weil ich glaube nicht, wenn ich jetzt weiter runtergehe, dass ich das so überleben werde. Hier ist ein krankes Tier. Komm, oh Gott. Oder schaffe ich es doch? Jo, es klappt. Geilo. Oh, komm her, komm. No, no, ich will nicht weiter runter. Nicht noch weiter, nicht noch weiter. Ich habe schon Angst genug hier. Ich will hoch. Ich will hoch. Lasst mich hier in Ruhe. Ich komme nicht weiter höher. Okay, ich muss kurz aufladen. Oh Gott, ich stecke hier fest. Ich bin... Nee. Ah! Bin doch nicht gefangen. Okay, die 880 Meter ist das jetzt schon. Das könnte doch eventuell sehr, sehr knapp werden. So, ab nach oben. Ich muss weg hier, ich muss weg hier. Kianit, sei Kianit. Komm. Kristall... Okay, das brauchen wir nicht, aber doch für das nächste Mal. Komm. Für irgendwas können wir es natürlich gebrauchen. Oh mein Gott. Aber geil, dass wir die Base gefunden haben. Das ist jetzt die zweite Base und da wird sich... Also ich habe schon mal ein Video gesehen, da wird sich was Geiles befinden. Was ziemlich Geiles. So, was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob ich ganz kurz ohne den Transformer hier losgehen soll. Ich glaube, da befindet sich was. Was ist das? Ist das ein magischer Baum? So, Quarz, das nehme ich jetzt nicht mit. Da befindet sich doch was drin. Haben wir da vielleicht ein neues Objekt gefunden? Hey Jens, kommt raus. Oh, ich sehe gerade, ich muss gleich was trinken. Ansonsten... Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, das sind mehr als 900 Meter. Wollen wir es ausprobieren? Wir probieren es aus, aber lieber auf der Seite hier. Das sind mehr als... Nein, nein! Hoch! Oder? Wie viel Energie verliere ich? Ich verliere es langsam. Mist, wir müssen zu Fuß hin. Wir müssen zu Fuß. Okay, ich hoffe, ich schaffe es nach oben. Komm, 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 das schaffst du. Oh, Leute, ich muss jetzt das nächste Mal extra nochmal komplett zurückgehen, um die Scheiße zu holen. Nickelerz bitte mitnehmen. Quarz brauche ich nicht. So, Transformer, du bleibst jetzt hier. Schnell hin da. Weil ich habe nicht so viel Sauerstoff und gerade in dieser Tiefe geht es sehr, sehr, sehr schnell weg. Hallo? Oh, das sieht schön aus. Oh, ich glaube, ich werde sterben. Geil, was ist das? Ich muss näher ran. Ich glaube, wenn ich näher rangehe, werde ich sterben. Da bin ich mir sicher. Kurz ein Bild machen. Zack. Los, schnell. 12 Sekunden, das reicht nicht. Nein. Ich weiß, ich hab's gesehen, du brauchst mich nicht warnen. Oh, shit. Oh, wie viele Rochens. Ab nochmal hin da. Holy shit, was geht hier ab? Kann das sein, dass das die Rochenprägung ist hier? Dass hier die Paarung ist? Oh, das sieht so schön aus, Leute. Und ich kann leider weiter nicht hier rein. Es geht leider nicht. Oh, das ist wunderschön. Okay, wir müssen hier raus. Das nehme ich aber mit, das Leuchtlithium. Nee. Schwefel, geil. Brauche ich, um den Druck für unseren Transformer weiter aufzubauen. Geil. Ich glaub's aber nur. Aber Schwefel werden wir natürlich einsammeln. So, da nochmal. Wir nehmen natürlich alles mit, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Das ist kristallisiertes Aluminiumoxid. Ach, wie schön. Ja, die Fotos mache ich natürlich fürs Thumbnail. Ist ja natürlich klar. So, das noch. Ich glaube, ich habe genug Schwefel. 30 Sekunden. Heilige Scheiße. Warum habe ich es nicht mitgenommen?
Oh, da hätte ich eher drauf achten müssen. Naja, Leute. Das war's auf jeden Fall von der weiteren Folge Subnautica. Ich weiß nicht, ob ich hier mit diesem Transformer jetzt rauskomme. Wenn ich nicht rauskomme, dann werde ich es auch nicht mit dem Seegleiter schaffen. Das wird nicht funktionieren. Es klappt einfach nicht. Es ist zu hoch. Naja, wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.